Es ist wenig überraschend, dass in der Geschichte dessen, was wir heute Kunst nennen, die Darstellung des Menschen die dominante Bildgattung, das bevorzugte Thema ist. Schließlich beschäftigen wir uns doch am liebsten mit uns selbst, oder? Die künstlerische, bildhafte Darstellung eines bestimmten Menschen nennt man Porträt. Klingt französisch? Ist es auch. Porträt heißt lapidar in etwa so viel wie Bild, auf den Menschen bezogen aber eher Bildnis oder Abbild. Das Wort hat seinen Ursprung aber natürlich im Lateinischen. Protrahere heißt so viel wie hervorziehen. Eine durchaus spannende Bedeutung betrachtet man einmal die lange Entwicklung, die die Gattung im Laufe vieler Jahrtausende durchlaufen hat. Die Absicht des Porträts ist es, das Aussehen, die Bedeutung oder Funktion, aber auch das Wesen oder gar die Persönlichkeit des Porträtierten zum Ausdruck zu bringen. Dies gelingt den Künstlerinnen und Künstlern verschiedener Epochen auf sehr unterschiedliche Weisen, mit unterschiedlichen Techniken und vor allem auch mit unterschiedlicher Intention und Wirkabsicht. Verschiedene Schriftquellen der Antike berichten, dass es bereits lange vor der Hochphase der ägyptischen, griechischen oder römischen Kultur eine explizite Porträtmalerei gab. Allerdings sind, anders als bei den steinernen Porträtbüsten, die es in großem Variantentum reichlich gibt, keine Beispiele erhalten geblieben. Das Bedürfnis, das gemalte Abbild eines bestimmten, identifizierbaren Menschen anzufertigen, hat aber bis heute eine ungebrochene Tradition, wenngleich in verschiedenen künstlerischen Formen und Manifestationen. Das Bildnis ist dabei in seinem Anspruch, den sich verändernden und wechselnden Persönlichkeits- und Kunstauffassungen unterworfen, wandelt sich folglich auch mit diesen. Bereits Aristoteles differenziert zwischen zwei Absichten des Porträtierens, deren Spannungsfeld im Laufe der Zeit für die Kunst und die Kunstauffassung immer breiter aufgezogen wird. Er unterscheidet einerseits zwischen Werken, bei denen es um die sichtbare äußerliche Ähnlichkeit geht, die Mimesis, und andererseits jener Auffassung, die das innere Wesen, den Charakter des Dargestellten herausarbeiten will. Es ist das Wesen des echten Bildnisses, dass es seinem Vorbild nicht nur in physiognomischer Hinsicht entspricht, sondern dass es auch dessen geistige, psychische und charakterliche Struktur sichtbar macht. So entstanden auch Idealporträts des Strategen, des Dichters, des olympischen Sportlers und Siegers, des Redners und des Philosophen. Ergänzend müssen indes Porträts genannt werden, die, wie im Herrscherporträt der Fall, die abgebildete Person idealisiert oder in ihrem Wesen bis zur Karikatur verzerrt zeigen. Ein Abbild kann auch Stellvertreter für jemanden sein, der nicht oder nicht mehr physisch anwesend sein kann. So kann ein Monarch vertreten werden durch sein Porträt oder aber das Andenken an eine verstorbene Person gewahrt werden. Neben der inhaltlichen Ebene gilt es ebenso, verschiedene Darstellungsformen zu unterscheiden. Unter anderem den Bildniskopf, die Büste oder das Bruststück, ebenso wie die Halbfigur, das Kniestück oder das Porträt als Ganzfigur. Das Gesicht wird dabei, je nach dem Grad der Drehung des Kopfes en face, also in seiner Vorderansicht, oder im Profil von der Seite gezeigt. Zwischenstufen hierbei sind das Halbprofil oder die Dreiviertelansicht. Schlussendlich gilt es noch, die verschiedenen Gattungen zu differenzieren. So unterteilt man in der Werkbetrachtung nach der Anzahl der abgebildeten Personen in Einzel-, Doppel- oder Gruppenbildnis. Die subjektiven existenziellen Umstände von Individuen machen Frauen- oder Männerporträts, Bildnisse von Kindern, Jünglingen oder Greisen oder aber Familienporträts sichtbar. Innerhalb oder über diese Gattungen hinweg kann dann abermals differenziert werden nach den inhaltlichen Funktionen dieser Porträts. So können Porträts über den Stand, also die berufliche, soziale oder politische Stellung der Person, oder das daran angeschlossene Rollenbild Auskunft geben. Wie kommt es aber historisch in der Malerei zu dieser breiten Spanne an verschiedenen Erscheinungsformen eines in der Grundannahme so einfachen Motives wie der Darstellung des Menschen? Aus frührömischer Zeit sind heute noch zahlreiche Porträts erhalten, zumeist Erinnerungsbilder an Familienmitglieder, wie das im 1. Jahrhundert angefertigte Doppelporträt aus Pompeji, das wohl den Bäckereibesitzer und Kulturmäzen Terentius Neo und seine Frau zeigt.
Letztere wird auf dem Fresko in aufrechter Haltung mit Schreibgriffel im Mund und einem Wachstäfelchen in der Linken dargestellt. Sie, offenkundig gebildet und des Lesens mächtig, wirkt nachdenklich, so als suche sie nach den richtigen Worten für ihre Gedanken. Der in eine Toga gekleidete Mann hält in der Hand eine Schriftrolle, wohl Symbol seiner auch geistigen Tätigkeit. Auffällig sind die weit geöffneten Augen der beiden Figuren. Während der Mann aber den Betrachter direkt und selbstbewusst anschaut, geht der sinnierende Blick seiner Frau an uns vorbei ins Leere. So wirken die beiden wie ein gemeinsam und gleichberechtigt arbeitendes Paar. Beide Gesichter, er im dunklen Inkarnat und sie eher eine noble Blässe zeigend, verkörpern den Typ des mediterranen Menschen, weisen aber eben auch individualisierende Unregelmäßigkeiten und Merkmale auf. Die allmähliche Auflösung dieses beeindruckenden römischen Wirklichkeitssinns war ein langer Prozess, der seit dem ausgehenden 3. Jahrhundert nach Christus in Erscheinung trat. Die dargestellten Gesichter verloren die Formenfülle, sie wurden stereotyp, flach, die Augen übergroß, die Mimik und die Haltung starr. Während des Mittelalters bestand indes allgemein kein besonderes Bedürfnis mehr, ein menschliches Gesicht in seiner jeweiligen Individualität festzuhalten. Zu sehr war man auf die Vergänglichkeit des Menschen und das Jenseits fixiert. Zwar wurden durchaus Bildnisse von bestimmten Menschen, in der Regel Figuren aus Religion oder Politik, angefertigt, dabei ging es den Künstlern aber weniger um physische Ähnlichkeit. Vielmehr waren kennzeichnende Attribute oder Beschriftungen, die Auskunft über den durchaus auch idealisierten Dargestellten gaben, das Erkennungsmittel. Bei einer um das Jahr 1200 angefertigten Glasmalerei, die den bereits gut 400 Jahre zuvor regierenden Kaiser Karl den Großen zeigt, wird dieser in leuchtendem Ornat mit Zepter, Reichsapfel und Krone, den Symbolen seiner weltlichen Macht, auf seinem Thron dargestellt. Sein Kopf umgibt ein Nimbus, ein klares Zeichen an alle Betrachter, dass es sich um einen von Gott Gesalbten handelt. Hier wird also im Nachgang eine bereits historische Figur idealisiert, überhöht. Ihre Strahlkraft will der Künstler, natürlich beauftragt und angewiesen, für alle gut sichtbar in die eigene Zeit transportieren. Seit dem späten 14. Jahrhundert geriet, zunächst in der französischen, flämischen und niederländischen Buchmalerei, die individuelle Ähnlichkeit wieder als künstlerisches Gestaltungsprinzip in den Fokus. Diese zunehmende Bedeutung des konkreten Porträts findet sich auch in solchen Gestaltungen wieder, die realweltliche Personen mit heiligen Figuren gegenüberstellt. So wurden beispielsweise in der Altar- und Tafelmalerei die jeweiligen Stifter eines Werkes, bedeutungsperspektivisch klein und oftmals in anbetender Haltung, am unteren Bildrand dargestellt und nicht unmittelbar in die Komposition des Hauptthemas eingebunden. Später traten solche Stifterfiguren aus dieser Isolation heraus und gleichwertig neben die heilige Gestalt, wie dies bei Jan van Eycks Madonna des Kanzlers Nicolas Roland der Fall ist. Die gleichberechtigte Behandlung des weltlichen Stifters zur Linken und der heiligen Figur der Maria löste heftige Kontroversen aus. Darüber hinaus ist auch nicht zu klären, inwieweit der Künstler in der Darstellung dem männlichen Modell schmeichelte und kleinere Veränderungen vornahm. Im späten 15. Jahrhundert, inmitten der sich von Süd- nach Nordeuropa ausbreitenden Renaissance, entsteht eine neue Form des Porträts, das Selbstbildnis. Zunächst noch vorsichtig bringen sich die Künstler in das Geschehen ein und übernehmen die Rolle einer Assistenzfigur, die zwischen Darstellung und Betrachter vermittelt, indem sie aus dem Bild herausschaut. Bald schon entstehen aber auch Gemälde, in denen sich der Künstler selbst darstellt und verewigt. Eines der bekanntesten Selbstporträts schuf sicherlich Albrecht Dürer im Jahr 1500. Oben rechts im Bild findet sich, klar golden abgehoben vom schwarzen Hintergrund, die Inschrift Albertus Durerus Noricus, ipsum me properiis sic effin, gebam coloribus aetatis anno duo detriginta. Zu Deutsch: So malte ich, Albrecht Dürer aus Nürnberg, mich selbst mit unvergänglichen Farben im Alter von 28 Jahren. Das Selbstbildnis ist sowohl in seiner formalen Anlage als auch im Ausdruck recht ungewöhnlich. Auffallend sind die strenge Frontalität des Dargestellten sowie die Ausgewogenheit der auf dem goldenen Schnitt fußenden Komposition, die dem Dargestellten die Anmutung des Idealen verleiht. Bemerkenswert ist die Gestaltungsweise, die dem Proportionsschema zahlreicher Christusdarstellungen entspricht.
Der Künstler leitet in dieser Imitatio Christi seine schöpferische Begabung von der Schöpferkraft Gottes her und hat durch seine Kunst Anteil an eben dieser. Er ist ein Schöpfer von Welten. Dürer wirkt hier propagandistisch kräftig mit am allmählich entstehenden Bild des Künstlers als Genie. Als Hans Holbein der Jüngere um 1530 im Bildnis des Danziger Kaufmanns Georg Giese diesen in seinem Kontor in London, umgeben von allegorisch zu lesenden Gegenständen seines Berufsalltages, zeigt, hält er so auch zugleich den Menschen der Neuzeit im Bild fest. Giese ist dargestellt als ein gebildeter, geschäftstüchtiger und selbstbewusster Mensch, der sich den Veränderungen seiner Zeit nicht verschließt, sondern sie, ganz Händler, zu nutzen weiß. Darauf verweist die auf dem Tisch vor ihm liegende, damals hochmoderne Taschenuhr. Holbein greift mit seinem Werk auf die Tradition des beispielsweise vom flämischen Maler Quentin Massy und anderen geschaffenen, mit identifizierenden Attributen arbeitenden Porträts von Geldwechslern, aber auch von Gelehrten oder Heiligenbildern in ähnlicher Grundanlage zurück. Das barocke Doppelbildnis, das Peter Paul Rubens 1609 von sich selbst und seiner ersten Frau Isabella Brandt zur Verlobung anfertigt, verbindet allegorische Elemente mit dem eines hier lebensgroß ausgeführten Porträts. Der Geschmack der Zeit liebte dunkle und gedeckte Farbtöne, betonte in der Kunst die Religion und Religiosität und war oft von christlichen und moralischen Themen geprägt. So ist das Geißblatt der das Paar umgebenden Laube, vom Volksmund gerne als je länger je lieber bezeichnet, ein allgemein bekanntes Symbol ehelicher Liebe und Treue. Die Szene im Garten ist dabei Darstellungen von Liebespaaren des 15. Jahrhunderts nicht unähnlich. Die gezeigte Geste der ineinandergelegten rechten Hände symbolisiert die vollzogene Trauung. Die Leiber bilden die Form eines Eis, ein Zeichen von Fruchtbarkeit. Auch die Körpersprache des Paares zeugt von Harmonie, Zuneigung und Liebe zwischen den Ehepartnern, die ihre Gefühle füreinander dem Betrachter selbstbewusst in direktem Blickkontakt mitteilen. Im darauffolgenden Spätbarock, auch Rokoko, mit seinen üppigen und verspielten Verzierungen und hellen Farben traten weltliche Motive häufiger auf. Die Menschendarstellung gewinnt mit Abbildungen von Schäferspielen und höfischem Leben eine erotisch pikante Note. Das Gemälde der brav biederen Madonna mit Kind wird abgelöst durch das der halbnackten Göttin der Liebe, umringt von kleinen fetten Engeln, die zielsicher Liebespfeile auf die Staffage verschießen. Ein repräsentatives Porträt dieser Epoche ist das Bildnis Ludwigs des 14., des sogenannten Sonnenkönigs von Hyacinthe Rigaud. Er zeigt den Regenten in vollem Krönungsornat mit Hermelinmantel, Schwert und Zepter im Thronsaal. Die Krone indes ist Hintergrunddetail. Dieser König ist König aus sich selbst heraus. Offensichtlich schuf Rigaud ein Bild des Sonnenkönigs, das dessen Selbstverständnis entsprach, denn er ließ sofort eine Reihe von Kopien anfertigen. Dennoch ist das Gemälde ein echtes Porträt. Bei allem aufgeputzten Ambiente und Pomp und wie auch immer von Schminke überdeckt, unter der sich auftürmenden braunen Perücke erkennen wir das Gesicht des 63-Jährigen mit welken Zügen. Und es ist gleichzeitig glänzende Darstellung einer auf den Schein fokussierten Epoche, symbolisiert in der gewaltigen Allonge-Perücke. Die Perücke überhöht und stilisiert. Sie entspricht damit genau der Selbstwahrnehmung der Aristokratie jener Zeit. Diese Üppigkeit und Verspieltheit fanden gegen Ende des 18. Jahrhunderts ein jähes Ende. Der Geist des Rationalismus und der Aufklärung begann in der Gestalt des nüchternen, formal vordergründig an der griechischen Antike orientierten Klassizismus seine Früchte zu tragen. Durch frühe Archäologen wie Johann Joachim Winckelmann erfuhr insbesondere die griechische Kunst eine solche Zuwendung und Aufmerksamkeit, dass sie zum Vorbild für viele Künstler der Zeit wurde. Die Darstellung von Menschen blieb dabei indes auch weiterhin ein bevorzugtes Motiv. In Form des Porträts Winckelmanns durch die Schweizer Malerin Angelika Kaufmann wurde dieser sogar selbst zum Motiv der von ihm mitgeprägten Kunstauffassung. François Girard malte 1802 die antinapoleonische Salonnière Julie Récamier im Stil einer Dame in klassisch-römischer Kleidung. Die mit Säulen und Rundbögen versehenen Architekturelemente, ebenso die durch den verhängten Torbogen sichtbare Architektur der Außenwelt, stützen diese Assoziation mit der Antike. Vor einer eher dunklen, intim wirkenden Umgebung wirkt Récamier in leuchtend weißer Toga und mit orangem Umhang beinahe übernatürlich schön. Auf dem übrigens später als Récamier bekannt gewordenen Sessel sitzt eine göttlich anmutende junge Frau.
Ihr koketter Blick, ein wenig von unten herauf, aber klar dem des Betrachters begegnend, lässt sie zugleich schwach, sinnlich und verführerisch, aber sich eben auch durchaus der Macht ihrer Ausstrahlung bewusst erscheinen. 1872 stellt sich der Schweizer Maler Arnold Böcklin in einem Selbstbildnis beim Malen dar. Mit seiner rechten, den Pinsel haltenden Hand ist er gerade dabei, neue Farbe von der Palette in seiner linken abzunehmen. Beinahe erschrocken wirkend, legt er den Kopf wie lauschend nach hinten, von wo ihm ein grimassierender Totenschädel etwas ins Ohr zu flüstern scheint. Mit dem Geigenbogen in der Hand spielt dieser ihm das Lied vom Tod. Mit dem Hinweis auf die Endlichkeit des Lebens, hier in einer durchaus leicht zu deutenden Symbolik, stellt sich Böcklin in die bereits seit dem Mittelalter existierende Tradition des Totentanzes und ähnlicher Motive. Die durch die Entwicklungen der Mechanisierung, Industrialisierung und Technisierung geprägte Generation der Künstler, die nach gestalterischen Wegen aus einer oftmals als überkommen wahrgenommenen tradierten historischen Orientierung suchte, hatte es nicht leicht, ihre veränderte Kunstauffassung zu vermitteln. Diese war um die Wende des 19. zum 20. Jahrhundert auch zunehmend heterogen, entwickelte sich parallel und zeitgleich in viele Wege, die sich trennten, sich gegenseitig beeinflussten und auch unter neuen Vorzeichen wieder vereinten. Im sich zunächst in Frankreich manifestierenden Realismus kam es zu einem regelrechten Paradigmenwechsel. Statt historische oder religiöse Personen oder politisch, gesellschaftlich oder kulturell verdiente Bürger in sorgfältig arrangierter Pose zu zeigen, fokussierten sich die Künstler nunmehr auf einfache, echte Menschen, bei der Arbeit oder von Arbeit gezeichnet. Der Realismus rückte zunehmend den ungeschönten Alltag der durchschnittlichen Bevölkerung in den Blick der Maler. Es entstanden so realistische, ungeschönte, lebensechte Bildnisse auch aus der Mitte und vom Rand der Gesellschaft. Die Erfindung und voranschreitende Entwicklung der Fotografie hatte maßgeblichen Einfluss auf die Formensprache der Porträtmalerei. Abgesehen davon, dass hauptberufliche Porträtmaler nur noch wenig gefragt waren, war die bildende Kunst von der Last der Mimesis, der Imitation der Natur, befreit und entwickelte sich von nun an dementsprechend frei. Die Impressionisten, in kurzer Folge und teils in Personalunion mit der Strömung der Realisten, fanden im wechselnden Eindruck von der Welt in Licht, Luft und Atmosphäre ihr vorrangiges Motiv, vor allem in der Landschaftsmalerei. In der Darstellung des Menschen aber blieben die Formen und Motive des Impressionismus und des Realismus recht nahe beieinander. Oftmals waren es eben Eindrücke des menschlichen Alltags, die die Impressionisten einfingen. Für Édouard Manets Bildnis einer Bardame im Pariser Vergnügungslokal Folie Bergère stand zwar eine ihm bekannte Frau Modell, wichtig war Manet allerdings nicht diese eine konkrete Person. Vielmehr ging es ihm um die Darstellung eines Typs dieser Zeit, der charakteristisch war, der die Einsamkeit einer im städtischen und ständischen Sozialgefüge lebenden Gruppe von Menschen repräsentierte. In weiteren seiner Bilder, zum Beispiel dem seinerzeit skandalösen Frühstück im Grünen, zeigt Manet den menschlichen Körper ohne Prätension, ohne pseudomythologische Verkleidung. Er war nunmehr alltäglicher Bildgegenstand, so wie jeder andere auch. Mit dem Umbruch zum 20. Jahrhundert waren es vor allem die expressionistischen Künstler, in Frankreich als Fauvisten bezeichnet, die der Darstellung des Menschen eine spürbar neue Qualität verliehen, indem sie sich vom naturalistischen Abbilden abwandten und über Form und Farbe eine emotionale und psychologische Ausdruckssteigerung erreichten. Diese Verschiebung von der Darstellung der äußeren Erscheinung hin zum Ausdrücken von inneren, seelischen Zuständen von Außen- auf Innenwelt geschah sicher nicht ganz zufällig zeitgleich mit Sigmund Freuds und Carl Gustav Jungs Entwicklungen im Bereich der Psychoanalyse. In den Selbstbildnissen der mit den Künstlern des Blauen Reiters eng verbundenen Malerin Marianne von Werifkin kann man diese Entwicklung eindrucksvoll nachvollziehen. 1893 malte sie sich in einem in der Malweise noch deutlich vom Realismus ihres Lehrers Ilja Repin und vom impressionistisch geprägten Duktus in Matrosenbluse mit Pinseln in der rechten Hand, die linke in die Hüfte gestemmt. Selbstsicher, in knabenhafter Kleidung und mit leicht spöttischem Blick schaut hier eine emanzipierte junge Frau dem Betrachter entgegen. Knapp 20 Jahre später hat von Werifkin sich endgültig von allen alten Einflüssen befreit. Im Selbstbildnis von 1910 malt sich die inzwischen 50-Jährige formatfüllend, dem Betrachter im Dreiviertelprofil entgegenblickend, ohne jede Eitelkeit, von den Spuren des Lebens gezeichnet. Die expressionistische Farbgebung erinnert an die der Fauve, die von Werifkin in Paris kennengelernt hatte.
Kräftige, leuchtende Farben und starke Kontraste dominieren das Porträt, erzeugen eine hohe Bildspannung und lebendige Dynamik trotz der statischen Pose. Der beinahe stechende Blick der roten Augen betont, für wie grundlegend von Werefkin das wache Auge den scharfen Blick für das künstlerische Wirken einschätzt. Formal weiter ging von Werefkins Schüler Alexei von Jawlensky, der in seinen repetitiven Porträtreihen archetypische, stark abstrahierte Gesichter auf expressive Farbfelder und minimale Merkmale reduzierte. Hier war beinahe ausschließlich Farbe Ausdruck für Emotion, Mimesis konkreter Gesichter war nicht das Ziel. Einen sowohl formal als auch inhaltlich anderen Weg als die Expressionisten schlugen zeitgleich die Kubisten ein. Stellvertretend für die Phase des analytischen Kubismus steht Picassos Halbfigurenbild des Kunstmäzens Henri Kahnweiler, dessen Kopf vom Künstler in ein facettenreiches, splittriges Gebilde aufgelöst wurde. Dennoch sind die in reduzierter, beinahe monochromer Farbigkeit dargestellten, fragmentierten Augen sowie Nase und Mund durchaus erkennbar. Nur stellenweise, so wie bei den Haaren, stoßen schwungvolle Formen auf die sich überlappenden Facetten. In diesen verschiedenen Ansätzen manifestierte sich immer klarer der zumindest von Teilen der bildenden Kunst vorangetriebene Abschied vom naturalistischen Bildnis. Der Erste Weltkrieg markiert in vielerlei Hinsicht den endgültigen Bruch mit der Tradition. Ein noch klareres Infragestellen alter Werte und Lehren und, daraus abgeleitet, die Suche nach einer Neuorientierung. Den Künstlern der neuen Sachlichkeit ging es darum, soziale Wirklichkeit zu thematisieren, auf Missstände hinzuweisen und gegebenenfalls Anklage zu erheben oder Kritik an den Verhältnissen zu üben. Insofern ging die neue Sachlichkeit als eindeutig politische Kunst deutlich weiter als der eher neutral beobachtende, dokumentierende Realismus. 1929 gewährt Otto Dix einen sehr privaten Einblick. Eine alte Frau und ein alter Mann sitzen beieinander auf einem grünen Plüschsofa. Es sind die Eltern des Künstlers in ihrer guten Stube. Ihr Blick ist zwar dem Betrachter entgegengerichtet, sie wirken dabei allerdings so, als sei ihnen die Situation nicht ganz geheuer, so als würden sie lieber wieder aufstehen, um anderen Tätigkeiten nachzugehen. Dem Betrachter fallen sofort die kräftigen, schwieligen Hände des Vaters auf. Seine rechte Hand mit den von der Arbeit abgesplitterten Fingernägeln ruht auf seinem Knie, während sich die linke auf das Sofa stützt, so als wolle er sich aus den Polstern hochdrücken. Es sind die Hände eines Mannes, der sein Leben lang hat hart körperlich arbeiten müssen. Dix macht die Spuren eines entbehrungsreichen Lebens sichtbar. Das faltige Gesicht, die roten Ohren und die rote Nase sind Zeugnisse jahrelanger Belastungen und Entbehrungen. Der alte Herr Dix wirkt müde und ausgezehrt. Das Gesicht der Mutter mit den sorgenvollen Stirnfalten ist schmal, die Wangenknochen treten deutlich hervor. Über die eigentümlich wach erscheinenden Augen hängen die Augenlider weit hinab. Ihr Blick scheint, dem Betrachter ausweichend, etwas rechts vom Betrachter zu erfassen. Auch ihre Hände zeugen, denen ihres Mannes gleich, von harter Arbeit. Dix zeigt uns einen Ausschnitt aus einem für die Zeit repräsentativen Leben zweier Menschen, ein vorgezeichneter, von den gesellschaftlichen Realitäten bestimmter Lebensweg, der keinen Raum lässt für Träume, für allzu große Erwartungen oder Illusionen. Im Werk »Die Zeit verfliegt« von Frida Kahlo zeigt sich die Künstlerin selbst als junge Frau mit streng gescheiteltem und zurückgebundenem Haar. Sowohl das weiße Kleid als auch der auffällige Schmuck sind traditionell mexikanisch, ein kulturelles Erbe, das Kahlo in ihrem Werk thematisch weiter verfolgen und verarbeiten würde. Auffällig sind die zentrale Position Kahlos sowie die symmetrische Komposition des Bildes, die den Eindruck kühler, selbstbewusster Strenge unterstützen, der durch den klaren und direkten Blick, den sie dem Betrachter entgegenwirft, hervorgerufen wird. Die charakteristische, in der Form einem fliegenden Vogel gleichende Augenbraue fokussiert den Betrachterblick dorthin. Das Selbstporträt mit seiner Symbolik der Uhr und des Fluges verarbeitet das Thema der menschlichen Vergänglichkeit, die Erkenntnis, dass die Zeit unaufhaltsam vergeht. Geöffneter Vorhang, Bücher und Uhren sind dabei klassische Vanitas-Symbole. Der surrealistische Maler Salvador Dalí findet für sein Porträt des Dichters Paul Éluard eine völlig eigene, individuelle Symbolsprache. Als Büste mit Krawatte und Jackett schwebt Éluard mit entstelltem Gesicht oberhalb der Horizontlinie über einer weiten, wüstenähnlichen Ebene.
Um ihn herum erkennt der Betrachter einen löwenähnlichen Kopf sowie ein Gesicht, das zugleich, der Betrachter ist erstaunt, eine Kanne zu sein scheint. Eine Kugel voller Ameisen, Hände, die verschiedene Tätigkeiten ausführen, Eluas Kragen, der zur bewaldeten Landschaft wird, sowie eine Vielzahl weiterer, für den Betrachter kaum zu identifizierender Details, lassen ihn über die verborgene Symbolik rätseln. So bleiben die verschiedenen Anspielungen und verschlüsselten Botschaften unklar, entziehen sich einer logischen, in unserer wachen Realität fußenden Darstellung. Sie sind surreal. Die Zeitgleichheit der Entstehung der Gemälde von Dalí, Kahlo und Dix kann nur stellvertretend auf die Parallelität verschiedener Stilrichtungen verweisen, die für das 20. Jahrhundert so typisch ist. Mitte der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts malte der Schweizer Künstler Alberto Giacometti das sitzende Porträt des Dichters und Schriftstellers Jean Genet. In einem in diffuser, reduzierter Farbigkeit wiedergegebenen, nur in der Andeutung erkennbaren Raum sitzt der in weite Kleidungsstücke gehüllte Dichter in einem nicht klar erkennbaren Sessel. Gesicht und Gestalt Genets sind lediglich in porträthafter Anlehnung an die Natur dargestellt. Sein frontal wiedergegebener, direkt dem Betrachter zugewandter Kopf erscheint unproportional klein. Körper und die vom Bildrand abgeschnittenen Beine wirken wuchtig. Ein Effekt, der nicht nur durch die gewählte Untersicht erklärbar, sondern intendiert übersteigert ist. Die farbliche Reduktion auf Schwarz-, Weiß- und Grauwerte auf einer grau-gelb getönten Leinwand, aufgetragen in einem hektisch wirkenden, skizzenhaft groben Duktus, schafft eine übersteigerte, in der Raumlogik nicht richtige Licht- und Schattenwirkung. Alberto Giacometti malte das Porträt eines Menschen, der, da er sich öffentlich zu seiner Homosexualität bekannt hatte, im Gefängnis saß und schließlich aus lebenslanger Haft entlassen wurde. Genets Ängste und Beklemmungen, seine Traumata und sein Fremdsein in der Welt werden durch sein Verschwinden in der viel zu großen Kleiderhülle angedeutet. Ebenso bleibt der ihn umgebende Raum undurchschaubar, bietet weder Orientierung noch Halt. Giacomettis Bildnis ist eine existenzialistische psychologische Studie und zeigt das Hineingeworfensein des Menschen in eine Welt, die durch Ablehnung, Feindseligkeit, Angst, Sorge, Scheitern und Tod gekennzeichnet ist. Ausgangspunkt für Warhols 1962 angefertigtes Porträt der Schauspielerin Marilyn Monroe war ein Pressefoto für den Film Niagara. Es wurde im Siebdruckverfahren vergrößert auf die Leinwand übertragen. Die Reduzierung der Vorlage auf wenige Tonwerte und die Vereinfachung auf Farbflächen lässt die blondierten Haare, die übertrieben geschminkten Lippen und Augen mit den hochgewölbten Augenbrauen deutlich hervortreten. Warhol fertigte in der Folge eine Vielzahl von Drucken in unterschiedlichen Farbkombinationen und stellte so den Originalitätsbegriff in Frage. Zugleich spielt er auch auf die industrielle Vermarktung des Stars an, die mit einer Bilderflut einhergeht und die abgebildete Person entindividualisiert zur Ware macht. Einen anderen, ebenfalls auf Fotografien basierenden Ansatz wählt der Fotorealist Chuck Close. Der Maler vergrößert die Vorlagen und malt sie akribisch, aber überdimensioniert nach. Das Ergebnis offenbart das menschliche Gesicht mit all seinen Hautunreinheiten, Poren oder Narben. Doch im Unterschied zum fotografischen Vorbild weist es eine andere Oberflächenstruktur und Textur auf und offenbart sich aus der Nähe so als gemalte Fläche. Der Maler Gerhard Richter, der seit den 1960ern ebenfalls Fotografien als Vorlage für seine oft traumhaft verwischten Bilder nutzt, erklärt das Anliegen seiner Malerei so. Es ging mir nicht darum, eine Aufnahme zu imitieren. Ich wollte Fotos mit den Mitteln der Malerei machen. Was man bei mir sieht, ist nur Ungenauigkeit, ein Anderssein im Verhältnis zum dargestellten Gegenstand. Man kann diese Bilder auch gar nicht mit der Realität vergleichen. Das Abgebildete ist nicht identisch mit dem gemeinten Objekt. Es hat seine eigene Wahrheit. Für Richter sind demnach nicht bedeutungsschwere Inhalte von Relevanz, sondern vorrangig die Auslotung dessen, was Malerei zu leisten imstande ist. Das abgebildete Objekt, der abgebildete Mensch, sein Bildnis ist eben das, Abbild, nicht Wirklichkeit. Jonathan Mese hingegen sieht sich und die Kunst in der Rolle einer Elite, die sich entschieden von allem Gebrauchswert und Gefälligen abgrenzen muss. Sein neurotischer Realismus mit Hang zur Wiedergabe von Angstgefühlen, Depressionen und Zwangsphänomenen wendet sich gegen das Schöne und Wahre und Gute und thematisiert die Narren und Randfiguren der Gesellschaft.
Sein Porträt Volki I kollagiert, bricht, wirkt fahrig und hektisch, die Proportionen und Teile des Gesichts sind verschoben und deplatziert. Nur mühsam erkennen wir die bebrillte Gestalt mit einem über dem Schnurrbart beinahe wie ein aus einem Kostümfilm entlehnten Piratenhut. Mimesis steht hier wenig im Vordergrund. Wir sollen gar nicht erkennen, wer hier eigentlich gezeigt wird. Volki bleibt anonym. Wir können aber die chaotische Bildstruktur vielleicht lesen als ein psychologisch-emotionales Porträt. Damit käme Mese den Expressionisten wieder näher. Zwei Anmerkungen seien zum Schluss noch gestattet. Wie bereits an etlichen Beispielen gesehen, nimmt das Selbstporträt eine besondere Stellung innerhalb der Gattung Porträt ein, da seine Genese, Intention und Aussage sich deutlich von anderen Porträts unterscheiden. Hier trifft der Maler eine Aussage über die eigene Identität, Emotionalität, Rolle. Egal, ob diese von außen betrachtet als zutreffend angesehen wird oder aber nicht, in jedem Fall erhält der Betrachter Einblick in die seelische, soziale oder eben schöpferische Selbstwahrnehmung. Das Selbstbildnis spiegelt also Wesensmerkmale und Eigenheiten, Eigenschaften, Stimmungen und Emotionen zum Zeitpunkt seiner Entstehung wider, so wie der Künstler diese erfahren hat. Und natürlich ist dieser Überblick alles andere als vollständig. Künstler wie Da Vinci, Archimboldo, Vermeer, Whistler, Degas, Ernst Ludwig Kirchner, Paula Modersohn oder Lucian Freud, neben unendlich vielen anderen, hätten hier einen Platz verdient. Ja, sogar haben müssen. Vielleicht in einem anderen Video. Welches ist eigentlich euer Lieblingsporträt? Schreibt mir doch eure Favoriten in die Kommentare.